Hallo zusammen, hier ist Kai von Travel Camping Living und heute habe ich mal was Kurzes in Form von Auto und Video. Clever Duo 540. Ein kurzer, der anders aussieht. Gehen wir mal kurz rein. Kommt hier gleich mal mit Fliegenschutzgitter, das sehr leicht läuft. Das macht schon Spaß, es zu bewegen. Eingangsbereich hat er hier noch ein Brett zum Ausziehen, das verlängert die Küche. Auch sehr praktisch. Push to use sozusagen. Vorne Dometic Kühlschrank an der Stirnseite. Der Van kommt hier mit 120 PS als Schalter 6-Gang und hat zum Fahrerhaus-Cockpit auch noch einen Vorhang, den man schön zuziehen kann. Dann ist man hier ein bisschen separiert. Auch cool, über dem Cockpit gibt es noch ein Fach für Krimskrams und Jacken. Und dann seht ihr schon, alles ein bisschen anders. Wo sind die Dinette hin? Da ist ja ein Bad und zwar für einen 540er ein richtig großes Bad mit Fenster. Dazu eine schöne Küche und dann seht ihr schon, man sitzt hier ein bisschen anders und schläft auch ein bisschen anders. Denn hier haben wir dann mittig die Sitzecke. Bin ich eigentlich eher kritisch eingestellt zu, denn normalerweise fühlt man sich dann hier so ein bisschen abgeschottet, kann nicht gescheit rausgucken. Aber dadurch, dass dieses Fahrzeug eben ein 540er ist und sehr kurz, habe ich von hier noch einen coolen Blick raus aus der Schiebetür, kriege nach vorne, was da geht, alles mit. Hab mir gegenüber ein Fenster, hinter mir ein Fenster und bin also nicht abgeschottet, sondern nehme weiterhin an der Welt teil. Ist ein Van für eine Person perfekt auf 45. Für zwei Personen kann man hier das Bett noch ausziehen. Das kommt dann hier so entgegen über den Tisch. Man muss dann halt den Tisch abräumen. Ja, ist ein bisschen Bauarbeit, aber wenn du allein unterwegs bist, kannst du eigentlich alles stehen lassen und da oben pennen. Wirklich eine Alternative zum klassischen Grundriss auf 45, was ja gerne mal sehr eng ist. Und der Van kommt mit Dieselheizung on top als Serie. Hat ein schönes Kochfeld, Waschbecken, alles dabei. Hängeschränke obenrum, hinten leider nicht. Die Küche vom Platz her sehr sparsam. Es gibt praktisch dieses Auszugsfach, sonst nicht viel. Aber hier gibt es einen Riesenschrank, den man sich noch unterteilen kann, wenn man will. Also ein echt spannendes Fahrzeug, einfach mal was anderes. Ein simpel gehaltener Van, nicht übermäßig viel Stauraum, aber wenn man alleine oder zu zweit unterwegs ist, braucht man auch nicht so viel. Dafür gibt es halt noch Keller, wo man Dinge verstauen kann. Und hier sitzt man sich gegenüber und kann sich immer schön tief in die Augen schauen. Also durchaus eine Überlegung wert sicherlich, wenn man einen 540er sucht, der einem auch noch Raum bietet zum Leben. Ja, Fenster hat er in den Hecktüren keine, dafür hat er ein Dachfenster und eben links und rechts noch die kleinen Schießscharten. Also Licht kommt rein und das Ganze wirkt auch freundlich und hell, auch wenn das Dekor ein bisschen dunkel erscheint hier. Aber mit dem hellen Boden, der hellen Küchenzeile, dem Tisch, gibt das eigentlich ein stimmiges Ambiente, wie ich finde. Also mir gefällt's. Und wir sind ja wirklich im Einstiegssegment eher, wenn man sich aber mal die Decke anfühlt. Das ist stoffbezogene Decke, die ist richtig, nicht flauschig, aber fühlt sich angenehm an. Ist schön fürs Auge, ist nicht irgendwie Plastikscheiß, sondern hat was. Gucken wir noch kurz in den Keller, das ist der Burner, ehrlich. Passt super rein, alles was mit muss, selbst ein Fahrrad könnte man da reinstellen, wenn man die richtige Größe erwischt. Also für einen 540er echt Stauraum, gewaltig. Keine billigen Fenster, schöne Rahmenfenster. Die Gesamtmaße des Vans maximal 3,3 Tonnen. Habe ich schon gesagt, was das kostet? 49.540 Euro, wie er hier steht. Mit Dieselheizung, mit dem Grundriss. Für einen 540er sehr cooler Deal, denn man kann damit sein Alltagsfahrzeug wunderbar ersetzen und auch gut reisen, glaube ich. Wenn euch also sowas Kurzes, Kompaktes interessiert, kommt da vorbei, guckt dann an. Autohaus Melzer hier Stetten steht da oben. Könnt ihr direkt vom Hof kaufen.